Wie ich heute dazu entschieden habe, meinem Vortrag zum Thema Mind Gap Austausch, Mind Maps zu folgen. Ich möchte mich zunächst einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Melanie Mello und ich unterrichte seit 9 Jahren Deutsch als Zweit- und Fremdsprache hier und in Deutschland und arbeite derzeit an der Chandler High School in Arizona. Und das ist schon im Vorort von Phoenix. Hier unterrichte ich Deutsch auf allen Niveaustufen, angefangen mit Deutsch 1 bis hin zu AP 5 und IB Higher Level. Und seit kurzem bin ich auch Trainerin im Trainernetzwerk des Goethe-Instituts USA. Wie viele von euch, wie viele wahrscheinlich euch mitten in den Vorbereitungen für euren anstehenden Austausch? Und bei mir geht es im März 2018 los. Wir werden hier in Chandler uns das erste Mal eine Gruppe von dem Otto-Hahn-Gymnasium Nagold willkommen heißen dürfen und werden dann im Juni 2018 nach Nagold fahren. Da mein Schulbezirk internationale Reisen mit Schülern und somit auch Austausche nicht erlaubt, muss ich den Gap-Austausch wie viele andere Lehrer hier in den USA privat und ohne offizielle Unterstützung von Seiten des Schulbezirks und meiner Schulorganisation organisieren. Daher ist mir es auch nicht erlaubt, auf dem Campus und im Unterricht Werbung für den Austausch zu machen, was natürlich die Planung und das Organisieren eines Austauschs ganz schön erschwert, wenn man dafür auf dem Campus die Werbetrommel nicht hören darf. Dann stellt sich die Frage halt, wie bekomme ich eigentlich die Schüler dazu überzeugt, bei meinem Austausch mitzumachen? Und es führte dann dazu, dass ich mir überlegt habe, ein Reiseprojekt, das ich seit langer Zeit im Unterricht, also in Deutsch 2 primär, verwende, ein bisschen abzuändern und auch dann zugleich zu modernisieren. In diesem Vortrag werde ich euch zum einen erstmal einen Überblick geben über den Inhalt und den Verlauf dieses Reiseprojekts und euch dann Schritt für Schritt erklären, wie ihr dann Googles Mind Maps nutzen könnt, um euren Schülern einfach mal eine andere Art und Weise beizubringen, eine Präsentation vorzubereiten. Gegen Ende dieser Präsentation werde ich euch zeigen, wie ihr dieses Projekt am besten benotet und ich werde euch auch da dann hinweisen, was man beim projektbasierenden Arbeiten zu beachten hat. Das Problem bei mir ist dann teilweise so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber viele Schüler, die arbeiten nicht hundertprozentig an dem Projekt. Und deswegen musste ich mir irgendwas einfallen lassen, damit einfach die Schüler wirklich konzentriert an ihren Projekten arbeiten und die Zeit nicht dazu nutzen, ihre Kontakte zu hegen und zu pflegen. Und das Coole ist, am Ende von diesem Projekt haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Präsentationen, also nicht nur im Unterricht vorzutragen, sondern auch auf dem Elternabend, für den Gap Austausch. So, hier erstmal die allgemeine Aufgabenstellung. Bevor man jedoch mit dem Projekt beginnt, bietet sich an, den Schülern erstmal einen groben Überblick zu verschaffen, wo sich eigentlich die Stadt befindet, in was für einer Region. Und dafür gibt es ein paar gute Quellen. Einmal die Ausstellung Deutsche Städte und Landschaften auf der Webseite des Goethe-Instituts und dann noch Stadtbilder auf der Webseite der Deutschen Welle. Dein Ziel dieses Reisprojekts ist es, den Schülern zu ermöglichen, selbstständig über die Partnerschaft und die nähere Umgebung sich zu informieren und sich darüber vertraut zu machen, indem sie Aktivitäten und Sehenswertes online auf deutschsprachigen Webseiten sammeln, für die sie natürlich Interesse haben und die sie gerne auf dem Austausch machen würden. Und das Personalisieren von diesem Austausch fördert natürlich dann das Interesse unter den Schülern, hoffentlich dann auch nach Deutschland auf diesen Austausch zu gehen, um diese Aktivitäten, die sie jetzt so schön recherchiert und sich informiert haben, dann auch selbst machen zu dürfen. Und hoffentlich führt es dann dazu, dass vermehrt sich Schüler für den Austausch anmelden. Was müssen die Schüler eigentlich machen? Zurück zur Aufgabenstellung. So, erstmal die Aufgabenstellung. Mein Reiseprojekt, My Maps. Stell dir vor, du arbeitest in einem Reisebüro und für einer deiner Kunden möchte, dass du für ihn und seine 10-köpfige Jugendgruppe eine einwöchige Reise nach Name der Gapstadt zusammenstellst. Um die unterschiedlichen Aktivitäten zu planen und zu veranschaulichen, nutzt du Googles My Maps. Dein Kunde wünscht sich, dass die Jugendlichen an jedem der 5 Tage die Möglichkeit haben, etwas zu einem der folgenden 3 Themenfelder zu unternehmen und zu erleben: Kultur und Tradition, Freizeit und Natur, Ernährung und Freizeit. So, jetzt sind die Schüler dran. Jetzt geht's an die Arbeit. Um den Schülern die Suche zu erleichtern, empfiehlt es sich zu einem ersten Mal, dass der Lehrer
eine Sammlung von Webseiten zusammenstellt, damit einfach die Schüler ja, sich schon mal fokussiert auf ein paar Webseiten konzentrieren können. Natürlich ist es den Schülern auch erlaubt, andere zusätzliche Webseiten zu nutzen, aber da ist dann auch wieder wichtig, dass dies deutschsprachige Webseiten sein sollen. In der Recherche konzentrieren sich die Schüler auf die folgenden Punkte: Name und Lage der Aktivität, also die Adresse. Viele von euch fragen sich denn jetzt, warum ist jetzt hier die Adresse so wichtig? Naja, der Grund dafür ist dann, dass dann später, wenn sie mit Google Maps arbeiten, sie die Adresse wissen müssen, damit sie dann die Wegbeschreibung zusammenstellen können, wie man von A nach B kommt. Die Schüler sollen die Aktivitäten beschreiben. Was ist das? Was kann man hier genau machen? Sie müssen auch recherchieren und nachschauen, wie viel der Eintritt kostet und von wann bis wann die Öffnungszeiten sind. So, die große Frage jetzt: Wo befindet sich eigentlich Googles My Maps? So, die erste Voraussetzung ist, dass alle Schüler ihr eigenes Gmail-Konto haben. Bei mir in der Schule ist es der Fall. Alle Schüler haben ihr eigenes Gmail-Konto und wir benutzen Google Classroom. So, die Schüler melden sich bei Google Classroom an, gehen dann in ihren Google Drive. Für die sich damit eventuell nicht auskennen, ist dann oben rechts gibt es so neun kleine Viereckchen. Da drückt man dann drauf und dann sieht man Google Drive. Man drückt auf, oder klickt auf Google Drive. Und dann rechts gibt es hier, wie man hier auf dem Bildschirm sieht, ein blaues Kästchen mit dem Wort New drauf. Darauf klickt man dann, dann klickt man auf More und anschließend dann auf Google My Maps. Unter Map Title müssen die Schüler ihre Reiseplanung erstmal einen Namen geben. Es dreht sich hier, den Schülern zu sagen, dass sie ihre Reiseplanung nach sich selbst und nach dem Namen der Partnerstadt benennen sollen. Das hilft dann. Das spart einem einiges an Zeit später, wenn man die Präsentation benoten muss, muss man nicht erstmal nachschauen, wer ist denn jetzt eigentlich der Schüler, dessen Reiseplan ich hier vor mir liegen habe. Als nächstes sollen die Schüler dann ein Anschreiben formulieren an den Lehrer. So, wie hier zum Beispiel: Sehr geehrter Name des Lehrers, wie von Ihnen gewünscht, übersende ich Ihnen hiermit das Reiseprogramm für Ihre einwöchige Reise mit Ihrer Jugendgruppe nach Name der Partnerstadt. Falls Sie etwas an dem Programm ändern möchten, dann setzen Sie sich doch bitte mit mir in Verbindung. Mit freundlichen Grüßen, Name des Schülers. Anschließend mal ganz wichtig, wie man auch hier sieht, da gibt es dieses kleine Kästchen unter der Beschreibung Save immer zu speichern. Normalerweise wird alles, was man bei Google bearbeitet, sei es Google Slides, Google PowerPoint, Google Draws, wird eigentlich alles immer gespeichert, aber bei Google Maps muss man echt immer noch teilweise immer dieses Save drücken, sonst wird es nicht gespeichert. So, eigentlich ist die Symbolleiste leicht zu verstehen, aber ich finde es doch sinnvoll, dass wir uns ganz kurz hier gemeinsam anschauen, was eigentlich hier mit den ganzen verschiedenen Symbolen gemeint ist, damit ihr euch einfach später das Rumklicken sparen könnt und dieses selbst ausprobieren. So, wir fangen mit den beiden Pfeilen an. Damit kann man entweder zurück oder vorwärts gehen zu dem, was man vorher geschrieben hat, oder man kann auch wieder das herstellen, was man geschrieben hat, was man gelöscht hatte. Und drunter seht ihr diese Hand, Select the Hand steht hier. Damit lässt sich dann die Landkarte verschieben. Mit dem Markierer, das Symbol, das so aussieht wie ein Luftballon, lässt sich die Lage der Aktivitäten auf der Karte markieren. Und mit dem Symbol, das sich so ein bisschen aussieht wie ein Dreieck mit so drei Punkten, nur Kreisen, damit lässt sich beispielsweise ein Fahrradweg oder eine Wanderung einzeichnen in Google Maps. Mit den Pfeilen, die kennen wir, glaube ich, alle. Damit kann man dann auf der Landkarte die Wegbeschreibung anzeigen lassen. Und zu guter Letzt, mit dem Lineal kann man die Distanz vermessen. Und wenn wir jetzt alle nach rechts auf unserer Folie schauen, dann sehen wir hier dieses Tools, Map and Panel. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Schüler sowie wir Lehrer wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Also diese Layers zum Beispiel, für jede weitere Aktivität oder Sehenswürdigkeit, die man besuchen möchte, erstellt man ein neues Layer. Aber dazu werde ich gleich nochmal kommen und dann seht ihr auch ein paar Beispiele. Dann wird es vielleicht ein bisschen veranschaulichter. Und daneben seht ihr dieses Share, also diese Person mit dem Pluszeichen daneben. Und ich würde sofort sagen, am ersten Tag, wenn ihr mit dem Arbeiten von diesem Projekt anfangt, dass ihr den Schülern sagt, das Erste, was ihr macht, nachdem ihr eure Reiseplanung also benannt habt, einfach gleich mit dem Lehrer teilen. Dann habt ihr einfach die ganze Zeit über die Möglichkeit zu schauen, was machen eigentlich meine Schüler, wie weit sind meine Schüler mit der Bearbeitung der Aufgabenstellung.
So, jetzt geht's ans Benennen des Layers. So, nun geht es darum, dass die Schüler das, was sie vorab über ihre Partnerschaft, die nähere Umgebung und Sehenswürdigkeiten herausgefunden haben, in Form einer Karte zusammenstellen. Wie schon erwähnt, wird für jede Aktivität ein neues Layer erstellt, indem man auf Layer klickt und dem Layer einen Namen gibt, also beispielsweise Kletterpark Nagold. Wenn man dann eine weitere Aktivität hinzufügen muss, muss man einfach dann nochmal Add New Layer klicken. So, wir haben uns ja schon angeschaut, was die Schüler eigentlich zuerst haben machen müssen. So, das war Name und Lage der Aktivität festlegen, die Aktivität beschreiben, was wird gemacht. Die Schüler sollten nachschauen, wie viel kostet es eigentlich für einen Schüler, für einen Erwachsenen, dieses Museum beispielsweise zu besuchen und von wann bis wann ist zum Beispiel der Kletterpark offen. Was jetzt noch hinzukommt, kommt für also diese Google Maps Präsentation, sind, dass die Schüler Fotos und Videos hochladen sollen und noch eine Wegbeschreibung. So, wie füge ich eigentlich eine Aktivität hinzu, also diesen Marker? Ich habe schon ein bisschen was dazu erklärt, aber jetzt mal ein bisschen mehr im Detail. Um sich Zeit zu sparen, kann man den Namen der Aktivität hier oben in die Suchleiste eingeben. Und falls die Adresse von Google schon gespeichert worden sein sollte, kann die Lage der Aktivität mit einem Klick von Add to My Map auf die Landkarte markiert werden. Nachdem nun die Lage der Aktivität markiert ist, kann man Informationen über diese Aktivität in Form eines Textes hinzufügen, indem man auf das Symbol des Stifts klickt. So, wenn wir hier nochmal zurückgehen, sehen wir, ich muss gerade mal gucken, wo es ist. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Genau, hier unten gibt es so einen kleinen Stift. Und wenn man darauf klickt, kann man Texte hinzufügen. Und hier sieht man dann, wie diese Textbox aufgegangen ist in Bild Nummer 3. Gut. So, wie füge ich nun eine Wegbeschreibung hinzu? Wenn man auf dieses Pfeilsymbol klickt, dann kann man aussuchen, welche Art von Wegbeschreibung, also per Auto, Fahrrad oder zu Fuß, man in die Karte einzeichnen lassen möchte. Unterhalb dieser Beschreibung der Aktivität, also oben rechts auf der Folie, gibt es ein Bild mit einer Kamera. Ich hoffe, ihr seht es alle. Wenn man hier draufklickt, dann hat man die Möglichkeit, ein Foto oder ein Video zu einer Aktivität hochzuladen. So, und so füge ich jetzt ein Foto oder ein Video dazu. Man kann entweder seine eigenen Fotos oder Videos oder welche aus dem Internet hochladen. In unserem Fall ist es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, dass die Schüler Videos und Fotos aus dem Internet hochladen werden. Die Schüler können das ganz einfach machen, indem sie rechts auf das Dreieck neben Google Maps Search klicken und dann entweder, wenn sie ein Bild hochladen wollen, auf Google Image klicken oder wenn Sie ein Video hochladen wollen, auf YouTube. Und dann kann man einfach ganz einfach dieses Video oder das Foto hinzufügen. So, wenn ich auch weitere Orte hinzufügen möchte, wie mache ich das Ganze jetzt? Dann mache ich das Gleiche wie vorher. Ich muss einfach nur auf Add New Layer klicken und dann fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. Also wieder an die Suchleiste den Ort hineinschreiben, wo ich hingehen möchte, dann auf den Stift oder dem Bild klicken. Hier, wir sehen das Hexenhäuschen hier. Wenn man da auf diesen Stift wieder klickt, dann kann man einen Text hinzufügen. Wenn man ein Bild oder ein Video hinzufügen möchte, kann man auf diese Kamera klicken für die Wegbeschreibung, diese Pfeile. Und wenn es einem am Ende gar nicht gefällt, einfach den Mülleimer klicken und alles wird wieder gelöscht. Gut. So, die Frage ist jetzt, wie benotet man das Ganze? Oh, hier kann man sich noch einen Überblick verschaffen. So, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man den Schülern sagt, dass man möchte, dass die Präsentation von vorne an mit dem Lehrer geteilt wird. So kann man auch dann zu Hause einfach gucken, hey, wie weit sind die Schüler eigentlich? Wo brauchen die Schüler noch Unterstützung? Hier muss noch ein bisschen was verbessert werden. Man kann einfach dann sofort Feedback geben in Form von einem kleinen Kommentar. Wenn es jetzt aber darum geht, zu sehen, wie weit die Schüler eigentlich sind, kann man auch im Unterricht, wenn die Schüler schon eingeloggt sind, dann spart man sich die Zeit über dieses Einloggens und Suchens und
des Namenssuchens auf der Liste, wo man dann die Namen schön abhakt, hat auch jeder alles gemacht. Kann man einfach während dem Unterricht herumlaufen und die Schüler fragen, klick doch bitte mal auf den Preview-Button und dann wird einfach alles aufgelistet, was die Schüler bis dahin gemacht haben. Man kann dann wieder individuell auf jede Aktivität klicken und dann sehen, was die Schüler erarbeitet haben. So, was ich ja vorhin schon gemeint habe, diesen projektbasierenden Arbeiten, ist es einfach ganz wichtig, genaue Vorgaben zu geben darüber, bis wann was eigentlich bearbeitet werden muss. Und man muss den Schülern echt, also konstant das Gefühl geben, dass man einfach wirklich weiß, was sie eigentlich machen, ja, und dass man auch immer wieder Feedback geben kann. Also das sage ich jetzt einfach nur aus persönlicher Erfahrung. Ich arbeite sehr viel mit Projekten und leider gibt es immer wieder Schüler oder auch Gruppen, die nicht hundertprozentig bei der Arbeit sind. Und natürlich bei Gruppenarbeit sind Schüler nie hundertprozentig mit dabei. Da wird schon ein bisschen geschwätzt, das plane ich auch ein und das ist auch in Ordnung. Aber es muss einfach doch am Ende ein gutes Produkt dabei rauskommen. So, wie benote ich eigentlich das Ganze? Ich habe, sieht zwar aus nach viel, es ist nicht jetzt nur, also das Bewertungsraster, was ihr gerade hier vor euch seht, das ist nur das Bewertungsraster für, also für den ersten Teil, wo ich gucke, wie weit haben eigentlich die Schüler ihre schriftliche Ausarbeitung produziert und wie war eigentlich die Arbeitsmoral der Schüler. Und es tut mir leid, dass das Bewertungsraster hier ein bisschen klein ist. Wenn ihr eine Kopie davon haben möchtet, könnt ihr mir gerne schreiben und ich e-mail euch dann das Bewertungsraster zu. So, bei diesem ersten Teil, bei der schriftlichen Ausarbeitung, wo ich dann halt auch schaue, wie weit arbeiten die Schüler eigentlich konzentriert an dem Produkt, gibt es folgende Kriterien. Einmal die Einhaltung des Abgabetermins. Und natürlich die Zeitplanung und die Arbeit an dem Projekt im Unterricht und dann das Erstellen ihrer Präsentation mit Google My Maps. Es gibt aber auch einen zweiten Teil. Der zweite Teil ist das Bewertungsraster für die eigentliche mündliche Präsentation. Sie hier werten dann der Inhalt und die Struktur, die Rhetorik, also Sprache, Aussprache, Lautstärke und Tempo sowie die Körpersprache benotet. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass die Schüler lernen, sich gut zu präsentieren. Und ja, einfach zu lernen, wie gehe ich mit meinem Körper um, wenn ich präsentiere, spreche ich zu den Schülern, erhalte ich Blickkontakt, ganz genau. Gut, das war dann auch schon die Präsentation. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten posten. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr habt was davon gelernt. Und wie gesagt, wenn es noch Fragen nach dieser Präsentation geben sollte, die ihr jetzt nicht stellen wollt oder an die ihr jetzt nicht denkt, könnt ihr mich auch gerne privat nochmal kontaktieren via E-Mail. Also